Hallo, wir sind mal wieder bei einem Part unseres Map-Baus und ich habe etwas schlecht geschlafen, weshalb ich keine großen Mehrklicks als notwendig machen will. Und weil ich nicht glaube, dass irgendwas hier bei mir eine große Reaktion hervorruft, die sehenswert wäre, deshalb lasse ich mal mein ne. Facecam heute Facecam sein. Und bin einfach nur platt. Okay, mal sehen, wie wollte ich das? Ich meine, ich wollte das hier als Boden und das andere als Decke machen, so rum, ne? Weiß noch jemand, was ich letzte Episode gesagt habe? Vermutlich nicht. Egal, ich baue das jetzt einfach. Verwegen sein wird. Naja, ich bin auch etwas einsilbig heute, glaube ich. Weil ich halt ein bisschen müde bin. Aber ich habe festgestellt, dass niemand was dazu gesagt hat. Was zu meinem neuesten meine neuesten Errungenschaften gesagt. Das macht mich irgendwie traurig. Ich habe nämlich in die Beschreibung meines letzten Videos ja einen Link getan. Weil mein YouTube-Kanal jetzt offiziell eine Facebook-Seite hat. Und ist schockierend. Ich dachte bei Facebook, dass es sind so viele Leute, dass sie den merkwürdigsten Namen finden. Und bis jetzt habe ich tatsächlich nur eine Kontaktanfrage im Kasten. Ich weiß, dass das normal nicht so schnell geht, aber es gibt immer irgendwelche Leute, die einfach so an die Leute fragen. Und dass ich da nur einen jemanden habe. Ist wirklich. Und dieser jemand könnte auch noch jemand sein, der mich kennt. Ich persönlich weiß es nicht. Mir die Seite noch nicht mehr. Ich habe mir das noch nicht mehr angeguckt. Ich warte nur darauf, dass irgendwelche Leute mit mir quatschen wollen. Sachen zu meinem YouTube-Kanal fragen oder so. Das Zeug dafür habe ich es ursprünglich gemacht und damit vielleicht mehr Leute auf mich aufmerksam werden, aber gerade ist noch etwas tote Hose. Also sagt euren Freunden Bescheid. Startet Werbekampagnen auf Facebook und solches Zeug. Und übrigens habe ich inzwischen begriffen, dass Dorfbewohner tatsächlich doch etwas dumm sind. Also ich wusste schon vorher, dass sie dumm sind, aber wie dumm sind, das sind, habe ich erst letztens gestern begriffen. Aber bevor wir das weiter. Okay. Da habe ich mich zwar mit der jetzt sieht beide aber so sieht es verwegen aus und unübersichtlicher. Also es ist gut, dass ich es so gebaut habe.
wag es, Dinge mit Seelaternen zu beleuchten. Wie euch vielleicht aufgefallen sein könnte. Auch nur vielleicht. Vielleicht habt ihr es auch nicht gemerkt. Aber bis jetzt schlagen wir uns doch ganz gut. Ich versuche zwar, es nicht zu klein zu bauen, aber ich bin ein chronischer Faulpelz. Das ist also sehr schwer für mich. Aber ich will, dass das hier gut läuft. Und deshalb, ja. Und weil ich halt durch meinen Geburtstag diesem Wochenende etwas alles anders gelaufen ist als sonst, habe ich mir gedacht, dann machen wir heute, schiebe ich heute mal die nächste Folge dieses Serie ein. Sehr gut, jetzt muss ich das Ding nur noch zumachen. Dazu nehme ich am besten. Aber Minecraft-Romane wären blöd. Aber, ich kann euch mindestens eine Reihe davon sagen, die, obwohl sie eigentlich nur ein Roman mit Minecraft-Aspekten ist und nicht Minecraft, ist die trotzdem gut. Ja, aber ich will hier keine Werbung für irgendwelche Bücher machen. Ich habe machen. Ich bin hier nicht, um irgendwelche Werbung zu machen. Ich bin hier, um euch zu unterhalten. Also, wie war euer Tag? Ich habe wirklich gerade nichts, was ich merken möchte. Wenn, dann finde ich das alles auf der... Und ansonsten findet ihr alles auf der Facebook-Seite. Wie gefällt es euch? Es sieht irgendwie merkwürdig aus, ich weiß, aber es ist cool. Nur irgendwie zu wenig Verstecke. Da hilft nur eins. Bringt mir nasse Schwämme. Wie war denn das? Weiß das noch jemand? Ach, ich lasse es erstmal so. Gehe davon aus, dass ich da den Schalter reintun. Also gut. Selbst wenn, dann baue ich da noch eine Vorrichtung rein, dass man erstmal an anderer Stelle versteckten geheimen Schalter finden muss. Das gefällt mir. Okay.
schon gerade gesagt, nicht wirklich was für die Map machen, weil mein Know-how. Damit haben wir 2 Level. Solche Maps haben meistens 10 Level, das heißt, wir machen auch 10 Level. Das heißt, unser Gesamtlevel wird. Das heißt, uns fehlen noch 8 Level. Was hatte ich denn gesagt, was ich noch machen könnte? Genau. Sandstein, gemeißelter Sandstein, glatter Sandstein, selbstständig Dekoration war es, ne? Fackeln, Alter, das laggt. Ich bin's allerdings nicht, sind das die ganzen Schleime, die hier rumhüpfen. Ich habe keine Lecks genehmigt. Erinnert sich noch, was wir in der letzten Episode. Und das ist wirklich nur für Leute, die sehen wollen, wie es geht. Und Leute, die irgendwie vielleicht mal gut diese Map spielen und daran verzweifeln. Falls ihr so jemand seid. Tja. Dann steht ihr jetzt dumm da. Denn ich habe mir erlaubt, die Infos top secret zu halten. Sie werden sofort aus dem Gehirn gelöscht und so weiter. Nein. Aber es ist immer noch doof, sowas zu benutzen, wenn man nicht weiterkommt. Ich meine, mache ich auch. Ich klebe im Portal voll fest. Um genau zu sein, bin ich eigentlich schon fertig mit Portal, aber es ist, ich hänge trotzdem fest. Ich bin gerade an der Stelle, wo abgefackelt werden solltest am Ende und dich dann mit dem Portal gerade noch runterrettest in den einen Bereich und dann sagt die Robo-Stimme hier, ja, jetzt musst du deine Waffe weglegen, dich flach auf den Boden legen und warten, bis du zu deiner Glückwunschparty da transportiert wirst und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll, weil egal was ich mache, ob ich mich ducke und egal wo ich ein Portal hinschieße, ich komme da irgendwie nicht weiter. Aber naja, ich bin nicht hier, um mit euch über meine Probleme bei Portal zu reden. Dafür können wir übrigens, wenn ihr Lust habt, auch nochmal ein Let's Play machen später. Falls es funktioniert. Ich müsste es dann erst überprüfen. Aber schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr gerne ein Portal-Let's Play sehen würdet. Und ja, beginnen wir mit dem nächsten Level. Sandstein ist auch spektakulär, der Boden. Das ist zwar, wenn ich so mal nach Pi mal Daumen gehe, etwas unsymmetrisch, aber. Ja, und der wahre Bösewicht ist übrigens wirklich nicht Lupin, sondern wenn dann Notch, weil Notch die Bewohner nicht intelligent gemacht. Ich erkenne einen Schrei.
Ich glaube, das ist tatsächlich sogar so, dass man da zwei erkennen soll. Auf der anderen Seite kann man irgendwie noch was anderes erkennen, meine ich. Weiß es allerdings nicht. Hier liegt nur ungefähr Informationen vor. Kaum habe ich fertig gemacht, sehe ich, wie klein das Ding doch schon wieder geworden ist. Ich bin einfach nicht der Typ, der, vor allem da ich allein arbeite. Weil ich. Sondern einen Kumpel habe. Ich weiß, ob er überhaupt nur die PC-Fis gezockt, der mal spielt. PlayStation. Der PlayStation und. Ja. Ein anderer Freund ist zum einen nicht oft da und zum anderen gerade verhindert. Aufgrund von Umständen, ich will hier nicht viele aus dem Privatleben meiner Freunde erzählen. Das wäre ja sowas von fies von mir. Das wäre ich dann für den Freund nicht ohne zu fragen und sagen, ja, dem ist das und das passiert. Wenn ihm so etwas passiert ist, dann verdammt fragt ihn, wenn ihr ihn ausfindig machen könnt. Und wenn nicht, euer Pech. Ich expandiere jedenfalls stetig weiter. Noch schnell diese Bodenplatte fertig gemacht, weil ich glaube, das geht nicht so gut. Ich habe die Monster bis jetzt immer respektiert, aber ich muss Ihnen sagen, oder ich würde sagen, dass das sonst zu schlimm wird. So, ich rede, hab damit nur den Deck reduziert, dass ich die Monster aus dieser Welt erstmal rausgeschossen. Aber ich sage euch, der Kuchen ist keine Lüge. Ich habe schließlich jede Menge davon. Freut ihr euch auch schon auf die nächste Episode in Minecraft Xilmon? Yeah, dieses Let's Play hat's in sich. Ich mag es ja, wenn schon was vorgebaut ist. Es mir das anzugucken und so. Deshalb habe ich hier eine Map gewählt. Und das war halt die einzige, wo gesagt wurde, du darfst darauf umbauen und keine weiteren Mods gebraucht waren. Das heißt, selbst wenn ich wenn sie nicht vor von einem meiner Lieblings-YouTuber gespielt worden wäre, hätte ich gesagt, okay, damit. Also. Ja. Yeah. Für genaueres seht euch die Episoden meines Let's Plays an. Also, die findet ihr auf meinem Kanal wie alles andere auch. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich den von meinem Angemeldeten aus, ob ich dann durchaus versehen auf meine angemeldete Seite. Also, eigentlich ja nicht, oder? Jeder ist über seinen Computer. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich euch nicht aus Versehen Zugang zu meinem Facebook verschaffe. Wenn ich da irgendwelche unanständigen Bilder finde, weiß ich, dass ich Mist gebaut habe und kann das doch bereinigen. Sollte es
sollte der Link aber tatsächlich euch irgendwie Zugang auf meinen Face-Dings verschaffen, weil ich halt. Eigentlich ist das ja nur die User-Seite von mir, aber falls dadurch, dass ich die User-Seite den Link nehme, wenn ich angemeldet bin, falls sich dadurch was ändert, dann sagt mir gefälligst Bescheid, statt es auszunutzen. Ja. Sonst wird meine Mutter am Ende, wenn ich das Gespött des ganzen Planeten bin, sagen, ich hab's dir ja gesagt, du sollst vorsichtig mit deinen Daten sein. Ja, das war der Grund, weshalb sie etwas vorsichtig damit war. Okay, gut. Und übrigens, wenn das so weitergeht, können wir auch bald die neue das neue hier Minecraft Hauptquartier der Real der beziehungsweise das nicht das neue Minecraft Quartier, aber das neue Minecraft Pixelmon Mod Hauptquartier der Real Life Liga der Gerechtigkeit von mir gegründet Dings in Betrieb zu nehmen. Das habt ihr nicht gehört, falls ihr es gehört habt. Naja, jedenfalls, das war's für diese Folge mal wieder. Was hab ich eigentlich schon? Damit kann man Punkte sammeln. Damit kann man Punkte sammeln. Ich wollte nur mal gucken, welche Schilder ich schon produziert hatte. Die ich geplant hatte. Na, jedenfalls. Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Von was auch immer ihr als nächstes anguckt, ob ihr mein nächstes Video guckt oder. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall mein Video von gestern reinziehen. Auf jeden Fall. Die erste Hilfe, das scheint noch normal, bis auf die Tatsache, dass ich. Sache, dass mir die Monster, die ich eigentlich heldenhaft platt machen wollte, die bösen Monster, es gibt ja gute und böse Monster, die bösen Monster, die ich eigentlich platt machen wollte, von der Sonne gebrutzelt wurden, einfach weggelaufen und aus dem Schatten rausgelaufen sind und von der Sonne gebrutzelt wurden, bevor ich, oder nicht sponsert, bevor ich irgendwas tue. Aber dafür habe ich dann improvisiert und kurzerhand alles mit Kuchen vollgepflastert, was hysterische Lachanfälle bei euch bewirken sollte, wenn ihr auch nur ein Fünkchen Humor besitzt. Also schmeißt euren Humus nicht über Bord und macht Party. Und spielt dazu diese geile Rayman-Musik von Rayman Origins und Legends, wenn ihr das, diese eine Leistung mit den Lamps ganz voll habt. Dieses da 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 eine sehr hübsche Musik. Besonders gut als Partymusik geeignet. Naja, jedenfalls damit verabschiede ich mich für jetzt. Und hoffe, dass ihr einen angenehmen Tag habt. Ich habe es ja schließlich auch. Ich für meinen Teil gehe jetzt ein bisschen meine neueste Errungenschaft spielen und damit ich endlich von Port. Ja. Na gut, wenn man nach meinem allerneuesten Spiel geht, ist es Diddy's Drum Dash Deluxe. Aber das meine ich nicht, das habe ich schon vor sich schon durch. Ich muss nur durch die zwei der harten Level machen. Machen und alles auf besten Rang kriegen, was ich sowieso nicht hinkriege. Also, ihr kennt mich. Ich bin der Meinung, man sollte nach seinem Können, nicht nach seinem Können beurteilt werden, sondern danach, wie lustig er ist und danach, wie sympathisch er ist. Und die meisten Leute werden sowieso nicht alles hinbekommen an Videospielzeugs, was da ist. Also wird es ihnen gefallen, dass ich auch nicht alles hinbekomme und trotzdem Let's Plays und solches Zeug mache. Also das ist der Grund, weshalb ich denke, dass ich hier auf YouTube besonders punkten kann. Und
bevor ich mich jetzt weiter verquatsche, wie sonst auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Und damit tschüss und auch Wiedersehen. Und ich habe immer noch keine gute Idee für Hallo und Tschüss. Ich brauche eine individuelle Art. Strengt eure grauen Zähne an und schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde immer besser. Ich komme langsam rein in dieses. Hey Leute. Yeah. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich für merkwürdige Bewegungen hier gerade gemacht habe. Das konntet ihr zum Glück nicht sehen. Aber gut, wir sehen uns im nächsten Video. Und damit tschüss.